Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was? 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 Hä? Das Problem? Guck mal anders hin. Okay. Ja, wir haben heute einen ganz speziellen Tabak für euch. Und zwar von Al-Wazir, den Double App. Und zwar diesmal in der Sparvariante, in der 50 Gramm Dose, Box, Verpackung. Verpackung. Wir hatten Glück, dass wir dieses Pro-Päckchen von Al-Wazir bekommen haben, denn den bekommt ihr so nicht handelsüblich gekauft. Aber ist eine ganz feine Sache, gerade so die kleinen Päckchen, um mal ein bisschen was auszuprobieren, mehrere Sachen. Steuerbanderole ist auch noch drauf, seht ihr hier. Der kostet halt für die 50 Gramm Packung 4,90 Euro. Kennt ihr sicherlich, so 5 Euro kosten alle 50 Gramm Packungen so in dem Dreh. Ja, hier in Deutschland ist Al-Wazir erhältlich in der 250 Gramm Dose. Wenn ihr die anderen Videos schon gesehen habt, dann kennt ihr sie sicher. Wenn nicht, dann guckt sie euch einfach an. Die 250 Gramm Dose für 17,90 Euro, also Top-Preis. Ihr kriegt 50 Gramm mehr Tabak für 17,90 Euro. Für den kosten halt viele andere Hersteller mittlerweile auch schon. Ja, da würde ich mal sagen, nicht lang fackeln und nach Kopf bauen. Packung mal frisch auf für euch und bauen in dem KS-Kapo mit Kaminaufsatz, genau. Willst du? Wer will den Kopf bauen? Mach ich ja noch gar nichts mehr. Während der Kopf dann noch vor sich hin schmurzelt, wollen wir gleich mal. Danke, dass du das gesagt hast. Danke. Okay, wollen wir uns erstmal dem Schnitt und dem Geruch zuwenden. Der Schnitt ist super. Den Danke Schnitt. An. Okay, jetzt wieder ernst. Schnitt. Den Schnitt habt ihr ja im Kopfbau-Video gerade gesehen. Typischer Al-Wazir-Schnitt. Bisschen feucht, finde ich, wa? So, was du so rausgepresst hast, sah ganz schön. Ganz schön krass feucht aus. Kann sich in der kleinen Tüte leider nicht sehen. Er wird sich zeigen im Rauchen, aber er schwimmt halt nicht. Er ist nur sehr, sehr, sehr feucht. Geruchlich, weiß nicht. Möchte das einer von euch übernehmen oder? Ein Standard-Doppelapfel, oder? Riecht der anders? Das ist kein Standard-Doppelapfel. So viel kann ich schon mal sagen. Das erste, was man riecht, ist der Standard-Apfel. Aber nebenher ist nochmal so eine grüne Apfelnote, wie ihr sie von zum Beispiel Adalia Fresh Apple kennt, von so einem richtig leckeren, spitzigen grünen Apfel. Also ich glaube, das wird keine übertriebene Anisbombe, aber Fans von Doppelapfel, wie wir es auch sind, werden wahrscheinlich auf ihre Kosten kommen. Ich bin gespannt. Du hast vollkommen recht. Man hat wirklich doch so was leicht säuerlich Fruchtiges mit dabei. Das könnte vielleicht eine gute Mischung sein. Mhm. Sag mal, schnuppern. Na gut. Ich stimme euch zu. Ja, wir rauchen schnell an. Ich rauche den schnell an. Okay, Max raucht den schnell an. Er raucht den schnell an. Ich habe auch den Kopf gebaut. Er raucht den Kopf. Ehrenkodex. Wir haben ja noch nicht. So Leute, ihr seht's, der Kopf ist endlich angeraucht und damit würde ich sagen, probieren wir doch gleich mal, wie er schmeckt. Also, eigentlich widerspreche ich euch gerne, aber ich muss sagen, das, was ihr im Geschmack beschrieben habt, setzt sich tatsächlich auch im Geruch fort. Im Geruch fort. So sieht's nämlich aus. Ja. Ich spiele es einfach falsch rum an, dann merken die Leute das nicht. Sehr gut, tauscht einfach die Wörter.
Ja, also geschmacklich trifft es eigentlich genau das, was Adi und Adi auch schon im Geruch beschrieben haben. Ihr habt definitiv die altbekannte Doppelapfelnote, aber in leichterer Form. Also wenn ihr nicht so ein mega der Lakritz-Fan seid und trotzdem Doppelapfel rauchen wollt, warum auch immer ihr das tun solltet, dann könnte der auf jeden Fall was für euch sein. Vielleicht für die Leute, die nicht so auf die übertrieben krasse Handelsform stehen. Ja. Das ist ein bisschen haben wollen, aber nicht alles. Die Haribo-Lakritz-Schnecken nicht essen, sondern nur an. Danke. Die meinen. Genau die Leute sprechen wir in diesem Video an. Okay. Ja, und im Beigeschmack habt ihr auf jeden Fall auch noch so eine leicht säuerlich-fruchtige Note von wirklich zum Grünapfel. Also auch das kommt durch. Also auch so vom Rauchgeruch ist es exakt so wie im Geruch von dem Rotang. Ja. Also ich würde sagen, die Anisnote ist trotzdem im Vordergrund, aber als Beigeschmack so dieses leicht säuerlich-fruchtig grüner Apfelige Geschmack ist voll lecker. Ah, das wird ein bisschen für Video, geil. Okay Leute, dann kommen wir mal zum Fazit. Und ja, was sollen wir großartig sagen? Dieser Alvasier-Tabak ist genauso geil wie die anderen Sorten, die wir probiert haben. Also ihr habt hier wirklich eine super gelungene Mischung zwischen einem Doppelapfel und einem grünen Apfel. Haben wir ja gerade weiter alles erläutert. Und ja, probiert den gerne mal aus. Wie gesagt, leider nur zum Bestellen. Den kriegt ihr halt so nicht im Laden. Mhm. Aber ja, finde ich gut. Finde ich auch. Ich würde mich halt freuen, wenn mehr so eine 50 Gramm Packung, so eine Probierpackung jetzt hier im Laden geben würde. Um einfach vorher wirklich mal zu probieren, bevor man sich eine ganze Dose kauft. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei gewesen seid. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich sehe euch auch beim nächsten Video wieder. Genau, Like nicht vergessen. Natürlich könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr kein weiteres Video von uns verpassen wollt. Komplett kostenlos. Ihr müsst. Max sagt, ihr müsst, also müsst ihr. Verdammt nochmal. Checkt auch mal unsere Instagram und unsere Facebook-Seite aus. Da haben wir mal einen Kuss. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir raus. Wir rauchen den Kopf noch gemütlich zu Ende und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Shishit. Macht's gut. Du kannst jetzt aufstehen und dich nach oben aus dem Bett bewegen. Einfach kurz so, okay. Mach zu so einem Kreis einfach. Dann sterbe ich. Dann springt er. Ja, das wollen die Leute sehen. Was? Ja, du kannst doch mal da wegspringen. Du müsstest nicht mal echt rollen. Ich glaube, ich bin drin. Und dann möglichst schnell stoppen. Weil da ist ein Fenster. Ja, guck mal, oder? Das schafft er. Klar, schafft er. Wer, wenn nicht Adi? Über Outro.